Super. Freut mich. Siehst du, wie das jetzt ist? Aufgrund deines Fehlers habe ich jetzt mein Haus verloren. Oh, ich hab's echt versaut. Ich hab's echt, echt vermasselt. Hey Leute, was geht? Bibi Khan hier in Adopt Me City und ich habe es gestern schon angekündigt und ich musste es heute einfach machen, weil sonst wäre Adopt Me City wahrscheinlich auseinandergerissen, weil wenn man dann ja als Bürgermeisterin wirklich in jedes Postfach einen Brief reingeschickt hat und also gesagt hat, wenn das so weitergeht, dann schmeiße ich euch hier alle raus. Die Leute waren auch kurz davor, aus Adopt Me City auszuziehen und ich musste das klären. Und wie, das zeige ich euch jetzt und Mama Danja am besten auch. Aber ich muss dafür Rocky mitnehmen, weil sonst verkrafte ich das heute nicht. Mama Danja! Mhm. Wo bist du? Unten. Rupp, ich bin gerade im Poolzimmer. Oh, okay, ich komme sofort. Ich hole mir kurz einen Donut. Mach das. Kannst du mir einen mitbringen, bitte? Ja, natürlich. Jetzt hätte ich nicht schon genügend getan für Mama Danja, ey. Und die sieht ihren Fehler auch nicht ein. Das finde ich so frustrierend. Ich möchte noch nicht mal jetzt zur Therme. So, das ist erstmal für dich. Was kostet mit was möchtest du denn? So eine, mit Pink. Erdbeere also. 750. Ich wüsste halt auch noch nicht so richtig, wohin damit. Aber ich könnte das, eigentlich passt das gut hier hin. Doch, ich glaube, ich stelle das hier hin. Das ist erstmal für mich. Das kaufe ich. Da freut sich bestimmt auch Baby Khan drüber. Wenn ich hier so eine hübsche... Ja, das ist doch schön. Pink hast du gesagt, ja, ne? Ja, genau. Baby Khan, okay. Guck mal. Hättest du auch gleich kurz Zeit für mich? Ja, aber hast du erstmal kurz Zeit für mich? Ja, sofort. Ich bring dir sofort deinen Donut, Mama Danja. Komm mal her, Mami. Zumindest scheint sie wieder gut drauf zu sein. Aber gut, nach dem, was passiert ist, sie hat ja nichts gemerkt. Aber okay, gleich wird sie es merken. Okay, Mama Danja, ich komme. Das sind jetzt gemacht. Oh! Weißt du, was das ist? Cool! Das ist eine Therme. Ja, cool, cool, cool. Ja, super cool. Bleib kurz stehen, dann kriegst du deinen Donut. Hey Leute, vielleicht kennt ihr das Roblox-Star-Programm. Da sind wir auch Teil von. Ihr könnt einfach, wenn ihr sowieso schon Robux kauft, nachdem ihr das Einverständnis eurer Eltern bekommen habt, hier klicken, den Code Spiel mit eingeben, den hinzufügen und dann unterstützt ihr uns. Mama Danja, ich weiß, du hast dir jetzt dafür Mühe gegeben und ich freue mich auch, dass du wieder gut drauf bist, aber ich muss dir was zeigen. Kommst du einmal mit, bitte? Wo muss ich denn hin? Folg mir einfach, okay? Einfach nur folgen. Der Donut schmeckt richtig gut. Also ich habe das Gefühl, ja, unsere Donutmaschine wird mit der Zeit jedes Mal besser. Ich weiß. Kommst du jetzt bitte raus? Ja, ich bin doch schon unterwegs. Stress mal nicht so. Da alles Mama gut, Danja, du es weißt, ist Wochenende, du weißt, morgen ist wieder Schule. Mama Danja, du weißt, gestern gab es bei uns hier in der Nachbarschaft ein bisschen Stress. Ja, also das ne? werde ich ja wohl nicht vergessen. Ja, wegen mir, genau, ja. Wegen mir. Und die Leute sind auch zu mir gekommen und haben deinen Brief gelesen und haben sich bei mir beschwert, weil sie Angst hatten, beziehungsweise die Tür abgeschlossen war und du so laut Musik gehört hast, dass keiner mehr rein konnte. Und die ganzen Leute wollten aus Adopt Me City ausziehen und ja. Als Zeichen der guten Geste habe ich mein Haus verschenkt. Und wie du sehen kannst, sind die Leute hier in Adopt Me City geblieben, aber ich bin mein Haus jetzt los. Warum hast du dein Haus verschenkt? Sie wollten dich nicht mehr als Bürgermeisterin haben und aus Adopt Me City ausziehen. Und da habe ich gesagt, dass du das nicht so meinst und auch gesagt, hier, ihr könnt mein Haus haben. Und die Leute haben dann gesagt, ja, okay, wenn es so ist, dann glauben wir dir das. Und deswegen habe ich mein Haus verschenkt, damit du Bürgermeisterin bleiben kannst und wir auch unser Haus weiterhin haben. Also, beziehungsweise auch unsere Nachbarn, weil die hat das wirklich hart getroffen. Auch Baby René, aber er ist hier geblieben. Und ja, aber warum? Deswegen habe ich jetzt mein Haus verschenkt. Ja, wie jetzt? Also ich darf nicht feiern, aber alle um mich herum dürfen feiern, oder was? Baby, doch, Khan, darfst du nicht dein Haus verschenken. Darfst du, aber die Leute haben sich darüber, die haben sich nicht über deine laute Musik beschwert, sondern darüber, dass du dich beschwert hast. Ja, aber warum verschenkst du denn dann dein Haus? Ja, weil sie dich dann nicht mehr als Bürgermeisterin hätten und weil sie ausgezogen wären danach.
Dann wäre Adopt Me City leer. Möchtest du das denn? Nein, aber ich will doch auch nicht, dass du dein Haus verschenkst. Dann wären all meine Freunde weg und ihre Eltern. Aber ich wollte doch auch nicht, dass du dein Haus verschenkst. Ja, aber es ging nicht anders. So, ich gehe jetzt nach Hause. Es war hart für mich. Ich habe gestern den ganzen Abend noch mit den Leuten gesprochen. Ach, Bibikan, du hast doch dein Haus erst eingerichtet. Ja, ich weiß, aber was sollte ich denn machen, Mama Danja? Es musste sein, ich musste dir ja irgendwie helfen. Mit mir reden, bevor du sowas machst. Ja, das ging ja nicht. Ich habe dich ja gar nicht mehr gehört. Das ist Erpressung gewesen. Nein, war es nicht. Ich habe es angeboten, Mama Danja. Ich habe es angeboten. Ja, und die haben es. Lass mich bitte in Ruhe. Ich muss jetzt ein bisschen schlafen mit Rocky. Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Das ist schon hart genug, dass ich jetzt mein Haus wieder abgeben musste. Was bricht denn jetzt? Dabei habe ich gar nichts gemacht. Nur weil du wieder deinen Fehler nicht einsehen wollte. So ein Käse, die hätten doch mal mit mir sprechen können. Ja, wollten sie ja, aber dann, du wolltest das ja nicht. Gib denen doch überhaupt nicht erst die Möglichkeit, dass du dein Haus abgibst, Babykan. Ich finde das zwar sehr, 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 nein, sehr ehrenhaft nein, Mama Danja. Von dir. Nein, Mama Danja, was? Ich habe dir geholfen, du hast einen Fehler gemacht und du willst es wieder nicht einsehen. Gute Nacht. Ich bin zu Hause und schlafe. Ja, dann schlaf halt. Ich sehe das gerade, ich sehe es wirklich nicht ein. Da hat Baby Khan auch recht. Ich sehe das auch nicht ein. Wisst ihr, warum ich das nicht einsehe? Es kann halt nicht sein, dass Baby Khan denen sowas anbietet und die nehmen das auch noch an. Das ist total unmoralisch. Wer nimmt denn von einem Kind das Haus an? Was ist das denn überhaupt für ein Benehmen? Nur weil es denen gerade mal ein bisschen zu laut war bei mir oder weil ich mich halt beschwert habe. Das kann doch mal passieren. Die haben sich doch auch schon darüber beschwert, als wir hier eine Party gefeiert haben. Was mache ich denn jetzt? Ich muss das irgendwie wieder. Irgendwie muss ich das wieder gut machen. Soll ich mal Mr. Fissi fragen? Nee, ich muss ihn nicht fragen. Der ist nicht der Bürgermeister, der ist nur der Schulleiter. Der kann da auch nicht so viel machen. Ich muss jetzt erstmal Manni füttern. Manni ist mittlerweile übrigens. Oh, warte mal, Manni, bist du ausgewachsen? Oh, Baby Khan schläft hier drin. Baby Khan? Okay. Morgen, Mama Danja. Guten Morgen! Baby Khan? Was ist? Was willst du? Ich stehe in deiner Schuld. Was heißt das? Ich schuld dir was. Weil du mir geholfen hast mit den Nachbarn. Du schuldest mir gar nichts. Doch. Nein! Doch. Du siehst ja noch nicht mal deinen Fehler ein. Ich sehe meinen Fehler ein. Ich hätte nicht da rumlaufen sollen und mich über alles beschweren, aber ich hatte halt so Kopfschmerzen und so. Aber ist auch egal, das ist vollkommen egal. Ich hätte das nicht machen sollen. Am Wochenende macht man das einfach nicht. Erst recht nicht so. Ja, weißt du, wie du das wieder gut machen kannst? Ich habe eine Idee. Mach dich auf die Suche nach meinem Haus und guck, ob du es wiederfindest. Brauchst du... Nur so kannst du das wieder gut machen. Muss es exakt dein Haus sein? Ja, Mama Danja, muss es. Es ist mein Haus. Es muss ja irgendwo in der Nachbarschaft sein. Ich hab's ja verschenkt. Ich such mal. Ja, dann such mal. Und dafür hast du mich jetzt geweckt? Tut mir leid. Schlaf wieder. Ja, ich schlaf weiter. Dann such mal mein Haus. Wir waren die ganze Nacht auf Rocky und haben mit den Leuten geredet. Nope. Du hast geschlafen. Gute Nacht. Nope. Zum zweiten Mal. Nope. Hat sich da jemand Babykans Haus unter den Nagel gerissen und ist dann abgehauen damit? Oh, Mist. Sag ich ihm das denn jetzt? Baby Khan?
Mama, dann ja, was willst du von mir? Rocky, schlaf weiter. Ich war grad, was willst du? Ich war gerade unterwegs. Ja, und hast du mein Haus gefunden? Und hör auf, mich zu klatschen. Dein Haus ist nicht mehr hier. Ja, danke. Super. Freut mich. Siehst du? Siehst du, wie das jetzt ist? Aufgrund deines Fehlers habe ich jetzt mein Haus verloren. Weil du wieder so fies zu den Leuten warst und deinen Fehler nicht eingesehen hast. Guck, und jetzt wohnen sogar andere Leute hier drinne. Oh, ich hab's echt versaut. Ich hab's echt... Leute, also das ging jetzt wirklich für mich zu weit. Jetzt muss ich mein Haus verschenken und... Jetzt bin ich sogar krank. Zum Glück habe ich noch einen goldenen Apfel. Und ich gehe jetzt in mein kleines Tiny-Haus. Danke, Mama Danja. Super. Super hast du das hinbekommen. Super Bürgermeisterin bist du auch. Ich bleib jetzt so lange in meinem Tiny-Haus. Ich habe ja nichts anderes. Ich hab's echt versemmelt, oder? Wie kann ich das denn wieder gut machen? Mama Danja gibt sich immer Mühe, aber trotzdem. Ich habe mein Haus verloren. Tschüss. Ohne Möbel, ohne gar nichts. Tschüss. Es tut mir wirklich leid.